Und zu Hause? Nein, gut, Verhörprotokoll. Hauptmann Kolero. Ihr Name ist Hieronymus Blass. Verdächtiger, ja. Bestehen Sie ein Flugblatt namens Schaff die Mechanischen von den Straßen verfasst, gedruckt und verteilt zu haben? Ja, Sie sollten es lesen. Wie lange noch, bis die Garde ganz aus mechanischen Soldaten besteht? Gleichgültig gegenüber menschlichem Leid, blind den Befehlen der Adligen folgen. Korporal loyal. Loja. Ja, royal. Er ist auch ein Royal. Da ist was dran, Hauptmann. Was, wenn uns der Herzog nicht mehr für gut genug hält? Ich will nicht zurück ins Bergwerk. Korporal, das ist kaum der richtige Zeitpunkt. Stellen Sie sich vor, unfehlbare, unbestechliche Soldaten. Er hat recht, Hauptmann. Verhör verschoben. Gericht verbrennen. Alles klar. Weg mit dem Mechanischen von Kanakas Straßen. Ja, aber im Grunde hat er ja recht, ne? Ich Mein, nicht selbst im Real Life wurden viele Arbeiten, will der mich verblöden? die damals Ich von kenne Menschen alle verübt meine wurden, Leute mittlerweile und ein durch paar Mechaniker. Maschinen ersetzt. Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Strategieswechsel beim. Ja, wenn der eine Typ bei der Elitewache ist. Ja, wenn der gerade dort herumläuft, dort hinten bei ihr ist, dann das Ding werfen. Weil dort auf der anderen Seite bei der Lichtwand patrouilliert ja auch jemand. Der wird das dann wahrscheinlich mitkriegen, wenn wir näher dran, wo die eine Wache am Zaun chillt. Da. Das Chloroform werfen. Was heißt denn Chill-Typen? Von dem werden wir Besitz ergreifen. Hier reinholen. Und darf er auch bei der Pinkelparty mitmachen? Bist du allein? Schläft vor allem. Nee, aber so während der Arbeit pennen. Nebenstraßenschlüssel. Ah, Türcode. Alle aufgepasst. Der neue Türcode lautet 998. Schade, keine 999. Prägen Sie sich diese Nachricht ein und vernichten Sie sie danach. Der Code ist nicht aufzuschreiben und die Nachricht zu vernichten. Major Alan Binoch. Ich glaube, der hat davon keine Lust. War hier nicht auch irgendwo? Na, hier drin war es, ne? Ja, eine Toilette. Ja, Mister, ich bin bewusstlos. Was mir damals passiert ist, und ich glaube, das war hier an der Stelle. Jedenfalls habe ich das erst viel zu spät mitbekommen, als ich hier das erste Mal durchgespielt habe. Mit hier keine Leute töten und nicht entdeckt werden auf dem niedrigen Chaosfaktor. In meinem ersten Spieldurchlauf. Da ist mir nämlich in dem Level passiert und ich glaube, das war hier. Obwohl ich niemanden getötet habe, gab es eine tote Person, wurde mir gesagt, am Ende der Mission. Ja. Und ich glaube, deswegen sowas ist das passiert und ich habe es nicht ganz mitbekommen. Mal davon abgesehen, dass die Mission mir auch gesagt hat, ey, Chicken, du wurdest hier irgendwo entdeckt einmal. Obwohl ich ständig quick geloadet habe, nachdem das passiert ist.
Ja, und danach war Chicken ziemlich sehr frustriert, als sie am Ende diese Nachricht in der Mission gelesen hat. Mal davon abgesehen, dass es diese Option damals noch nicht gab. Die ist erst mit einem Patch dazu gekommen, dass man die Mission neu starten kann. New Game Plus ist ja auch damals Nicht mit mein diesem Recht, Patch mit dem Imperator zu hinzugekommen. verhungern. Ja, und nach diesem Schlamassel habe ich das Spiel in einige Zeit nicht mehr angefasst. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Sehr lange. Ich war recht salty. Aber hey, als dann der Patch kam, zum Glück, konnte ich ja die Mission nochmal von vorne machen. So ein, 2 Jahre später, glaube ich. Ich glaube, es war nur ein Jahr oder ein paar Monate. Keine Ahnung, ein halbes Jahr. Weiß ich eigentlich nicht. Müsste ich mal in mein Achievements gucken. Da ist ja immer auch hier das Datum und Uhrzeit, wenn man Achievement freigeschaltet auf Steam. Werden ja Datum und Uhrzeit aufgeschrieben. Katalogisiert. Ja, war schon sehr frustrierend. So, mich ja nicht sehen lassen. Wo bist du, zu weit weg? Ja, du bist zu weit weg. Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht ein falscher Alarm. Ja, falscher Alarm. Definitiv falscher Alarm. Falscher Alarm ist auch, dass der Typ hier jetzt gerade mal ein bisschen weggeht. Tschüss, ne? Tschüss! Und gute Nacht. Vielleicht da oben sitzen bleiben? Ja, du möchtest sitzen bleiben. Ach, herrje. Ist der Typ, der gerade rumläuft? Dort hinten steht er. Oh, steht da hinten. Oder so weit kann ich nicht werfen. Oder wenn er gerade dort lang geht, kann ich die Gelegenheit nutzen, mich nach da hinten zu schleichen und darauf. Und wenn er wieder dort bei ihr steht. Alle nur am Husten. Ja. Staubige Luft. Staubige Luft. Komm, der wird das schon nicht sehen. Der wird das schon nicht sehen. Hauptmann? Nichts zu melden. Fürs Erste ist alles ruhig. Weitermachen. Na, fürs Erste ist alles ruhig. Moment. Was macht der da? Ach, hat sich ein Schnürsenkel gebunden. Okay, sieht er nicht. Sieht er nicht. Grundlagen der Mechanisten. Zum dritten Mal. Soll ich einfach hier drin lassen? Na komm, ja, lassen wir die einfach mal hier drinne. Latsch. Verderbtes Knochenartefakt. Neun, neun, acht. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Jetzt vielleicht nicht doch einen Zahlendreher wieder einbauen, checken.
Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Uiuiui. Das will ich jetzt nicht für Bill. Ich brauche dringend die andere Fähigkeit. Aber ich habe nur eins. Wie viel brauche ich? Drei. Ah. Obwohl, du bist mit dem Rücken zu mir gedreht. Ja. Ist nicht weit genug. Ist nicht weit genug. Es war... Wow. Gut, dass die Lichtwände keinen Zaun von sich geben, wenn eine Person in die Nähe kommt, die nicht autorisiert ist. Sonst hätte das nämlich Alarm geschlagen und er hätte da... Der Elite-Soldat hätte sich umgedreht. Komm, du kommst auch zur Klo-Party. Lass ja deine Hand in der Toilette, klar? Komm, kommst halt hier hin. Oder du setzt dich auf die Mülltonne. Fast. Hier in die Ecke fallen lassen, Corvo. Kannst natürlich auch schmeißen. Na gut. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Doch, Chicken. Natürlich muss man übertreiben. Du bist doch das Chicken. Und du bist bekannt dafür, Dinge zu verumständlichen und alles zu übertreiben und was auch immer, Dinge in die Länge zu ziehen und generell Sachen zu tun. Ich bin dafür bekannt, dass ich Dinge tue. Machen andere Leute ja nicht. Ja. Unten vielleicht noch irgendwas? Nö. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Außer ein paar Ratten. Naja, Chicken. Alle Ratten, oder? Ja, oder Ratten. Hältst du Mana? Sorry! Wie Mana ist das denn? Sache ist, ich kann nicht gleichzeitig Leute töten und auf meinen Mana achten. Hat sich irgendwie nicht gelohnt, egal. Wir werden dafür sorgen, dass es sich alles lohnt. Erstmal wieder speichern. So viel wie möglich speichern. Warum willst du kleine harmlose Ratten töten? Ich weiß es nicht. Ja, hier gibt's doch genügend Mana-Elixiere. Wo bringst du uns hin? Schon mal versperrt, okay. Okay, dann ist ja gut. Einfach nur auf der anderen Seite. Wow.
Auch falls wir keinen Schlüssel hätten. Ich hätte... Obwohl, nee, da ist Stacheldrahtzaun. Gut, dass ich nichts gesagt habe. Na ja, gut, dass du nichts gesagt hast, Chicken. Immer schön die Klappe halten. Dort steht einer und dort steht einer. Und dann will wieder Blut fliegen. 2 Monate noch. Dann verlässt sie ihn. Oh, da ist auch nur einer. Das sind noch welche. Du gehst doch nicht pinkeln, hallo? Was zum... Halt! Ein Nicht! Natürlich musste der da lang kommen. Da kommst du eben zur Kloparty. Kloparty! Oh, Chicken, es ist doch eine Pinkelparty. Ja, und noch eine Chloroform habe ich nicht. Momentan. Vielleicht bei den Blutfliegen? Was? Hauptsache aus Reflex einmal zustechen. Das erinnert mich gerade an Dishonored 1, wo wir im überschwemmten Bezirk waren. Ich war auf dem Dach und auf einmal war hinter mir oder neben... Na, hinter mir war es. Einer dieser Attentäter von dort. Ich drehe mich um, sehe die und steche einfach nur aufs Reflex den ab. Den Kerl. Schön, dass man auch das im Kampf einsetzen kann. Die Frage ist, wenn andere Leute das im Kampf sehen, dass ich von jemandem Besitz ergreife. Das habe ich eigentlich noch nie ausprobiert. Weil das erste Mal, als ich das gespielt habe, habe ich mich von niemandem ja sehen gelassen. Deswegen kann ich so, habe ich sowas nicht getan. Obwohl, dann kommen die hier hin, ne? Raus aus deinem Loch! Maschine läuft schneller als ein Matrose. Sollen die doch herkommen? Ich hab keine Angst vor denen. Sagte sie und verkackt den Sprung. Irgendwann finden wir dich. Bin nicht in der Stimmung. Ich finde dich schon. Ihr kommt auch zur Pinkelparty. Obwohl, du vielleicht nicht. Du kommst in die stille Ecke. Hier, setz dich hin und denk über deine Taten nach. Das sieht recht unbequem aus. Bist du sicher, dass du so sitzen bleiben möchtest? Nein, er möchte so nicht sitzen bleiben. Also setz ihn gefälligst ordentlich in Zucker! Hat hier noch einen Stuhl? Ja, aber der ist angeschoben. Ich kann ihn hier auf die Säcke legen. Du hängst da echt wie der letzte Penner. Ordentlich hinsetzen, Herr. Und nicht einfach so herumrutschen. Ich behalte dich im Auge, ne? Du Enver!
Aber Chicken! Du bist doch hier der Envar. Nicht das erste Mal, dass ich auf einem Steckbrief bin. Na, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dass ich damals in der ersten Sonne mehr wert war. Nicht da oben eigentlich auch? Ja, die sind vergittert. Die sind vergittert, die Fensterschüren. Ah, mal, da hinten waren drei Wachen, ne? Einen habe ich gewürgt. Wobei ist die... Ja, eine habe ich gewürgt. Die andere hat mich gesehen, verfolgt. Dann habe ich von ihr Besitz ergriffen. Ja, ich müsste alle vier erwischt haben. Chicken, du kannst ja doch zählen. Anscheinend nicht schnell genug würgen. Füttert mich, ihr Ratten. Füttert mich. Ich sehe nicht wirklich, dass sich mein Mana auffüllt. Weil gerade meine Nachtsicht aktiv ist. Fisch. Fisch. Sollte ich auch alle anlocken können mit Fischen. Fisch, Fisch, Fisch. Da geht's steil bergab. Da sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Das wäre nicht schön.